Wer ist denn da? Nemo! Findet Nemo! Ich habe Nemo gefunden. Verwirrter Haushund. Ich habe Nemo gefunden. Wuhu! Nemo! Dear Grace. Newcomer, huh? That's good. Kochschülerin im Blue Moon Saloon. Ein Neuling, was? Das ist gut. Wir brauchen jede Hilfe, die wir bekommen können. Ich bin Grace. Komm doch mal zum Essen in den Salon. Ich werde mein Bestes tun, um etwas Essbares zuzubereiten. Hey there. Ich habe Archäologie als Hauptfach studiert, weil ich mich für ein breites Spektrum an Themen interessiere. Und wenn man etwas über die alte Welt lernen will, muss man zumindest in Naturwissenschaften, Mathematik und Geschichte fit sein. Es ist immer ein bisschen von allem dabei. Bye! Hier irgendwas Wichtiges. Konzentrischer Knoten. Okay, das wäre wohl ein Geschenk für eine Liebste. Können wir wohl mit jemandem anbandeln, wie das aussieht. Und jemandem seine Liebe beweisen. Ach, daneben ist da noch was. Hier, der Construction Site. Der da. Hey there. Reckon you got my letter? How's Mason's old shack treating you? Was ist denn jetzt los? If it's not quite what you were expecting. Hallo, Mann, was ist denn hier mit dem Netzwerk? Ach nö. Geht's jetzt wieder? If you've got the goals and the materials, I can set you up with a new building for your workshop or upgrade something you've already got. Just take a look at that catalog over there on my desk to see what we're working with. Wenn du die Golds und das Material hast, kann ich dir neue Elemente für deine Werkstatt ermöglichen oder etwas verbessern, das du schon hast. Wirf einfach einen Blick auf den Katalog auf meinem Schreibtisch, um zu sehen, was es gibt. Oh, also, I've always got plenty of materials stored around here. If you ever want to trade some of yours for mine, just check out the Construction Junction Shop. Oh, und außerdem habe ich immer jede Menge Material gelagert. Wenn du etwa jemals von deinem Zeug gegen meines tauschen willst, schau einfach in meinem Laden Konstruktionskreuzung vorbei. That's the gist of it. Here's to a happier home. Das wäre dann auch schon das Wichtigste. Auf ein glücklicheres Zuhause. Und was haben wir da? Oh, jetzt muss er laden. Nicht wieder laden, also diese Laden. Nur wenn ich im Buch reingucke, lädst du mir hier einen ganzen Screen. Das ist ein bisschen ätzend, oder? Oder was machst du jetzt? Geht das denn nicht schneller? Ach, jetzt können wir nämlich, genau, jetzt haben, sehen wir unseren Laden in 3D, deshalb musste der so lang laden. Und dann können wir das auch upgraden. Was? Ah, genau, dann können wir nämlich zum Beispiel selber hier auch vergrößern und so. Auf unserem Grundstück selber. Ich will es aber wieder zurück. Okay, jetzt kann ich das halt auch erweitern, das Haus. Hier so geht das direkt. Das würde sogar gehen. Ich könnte es jetzt so erweitern. So viel Geld hätte ich eh nicht. Das kostet 4000 oder was? Okay. Aber es würde gehen. Ja, für später auf jeden Fall mal. Und dann kriegen wir ja auch noch viel weitere, viel mehr Sachen noch freigeschaltet fürs Haus, was man da alles dann verbauen kann.
Also nicht nur diese zwei, drei Sachen. Kann es natürlich auch sein, dass es hier vom Early Access noch nicht viel drin ist. Nochmal mit Jasmine reden. Meine Mama arbeitet weit weg, aber das ist okay. Oma Vivi und Tante Heidi passen gut auf mich auf, während Mama weg ist. Ich muss schneller groß werden, damit ich meiner Ma helfen kann. Okay, hat sie schon gesagt. Wir können auch eine Runde Hund, Katze, Maus spielen. Haben wir schon ein paar Minuten nicht mehr. Meistens habe ich eh verloren, haha. Je nachdem. Ich kenne Elefanten. Tja. Das ist jetzt Patt gewesen, sozusagen. Ja. Patt. Und der Elefant. Und wieder Patt. Ha, komm. Und die Maus. Und der Elefant. Ja, komm, das ist ja jetzt mal klassisch verloren. Ordentlich verloren. Wenn schon, denn schon. Wenn, dann machen wir das richtig, gell? Also... nicht nur so ein bisschen anfängermäßig verlieren, sondern schon richtig. Und wir schauen doch jetzt gleich mal, ob wir unsere restlichen Materialien fertig kriegen für unseren Lift. Für den Hebekran, der noch fehlt. Da waren ja noch die Kupferstangen nicht vollständig fertig. Da hat man noch eine Kupferstange gebraucht und wir haben noch zusätzlich haben wir auch noch was waren es? Die 8 Pflastersteine gebraucht. Ja. Ich muss gerade orientieren, wo sind wir hier? Da ist meine Werkstatt da hinten. Kupferschrott nehmen. Damit haben wir jetzt auch genügend Kupferstäbe hier am Start, damit wir das hier verbauen können. Ja, schön. Jetzt fehlen uns eigentlich wirklich nur die Ziegelsteine. Das ist die Frage. Weil der Ofen ja irgendwie nicht mehr da ist. Das finde ich ein bisschen komisch. Können wir so gar nicht bekommen, oder? Doch, können wir so bekommen über Steinschrott. Aber die Warteschlange ist voll. Da müssen wir noch warten. In der Zeit können wir noch ein bisschen Steinschrott farmen. Mal gucken, ob es hier was gibt in der Nähe. Ziegelsteine sollten wir ja schon noch zusammenkriegen, würde ich mal sagen. Oh, jetzt habe ich den angegriffen, wollte ich gar nicht. Aua. Da brauchen wir ganz schön viele Punkte. So ohne gescheite Waffe, wie das aussieht.
arme Dornhüpfer. Ich wollte ja gerade angreifen, aber ich bin halt rangekommen. Du bist zu nah am Kaktus gewesen. Und damit haben wir einen Dornenhüpfer kaputt gemacht. Haben ein paar Sachen bekommen dafür, die wir bestimmt sicherlich verwerten können. Mit Sicherheit. Gelbes Lavendel nehmen wir auch mit. Oder gelben Lavendel, ja. Flussstein nehmen wir doch auch noch mit. Alles her damit. Jetzt ist die Ausdauer doch wirklich aufgebraucht. Da hätte Steinreste gehabt oder was? Holzhaufen. Okay. Ach, das war zu hoch. Da unten ist ja mal Hütten. Ja, damit haben wir jetzt eigentlich fast vollständig den Kranlift gebaut. Es fehlen uns nur noch die Ziegelsteine. Das seht ihr allerdings in der nächsten Folge. Ja. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Und schaut doch auch gerne in meinem Kanal vorbei und lasst doch ein Like oder ein Abo da, falls euch die Folge gefallen hat, ja, und ihr keine Neuigkeiten verpassen wollt. Und lasst mir doch gerne einen Kommentar da. Freue ich mich auch drüber. Also, dann bis zum nächsten Mal. Euer Flint. Tschüssi.